Weiter geht's in das Studio. Polizone oder wie auch immer das Kram heißt hier. Der, das Kram. Ich nehme diesen Part direkt im Anschluss von dem nächsten auf, weil, einfach weil ich kann. Das ist immer was völlig anderes auf meinem Kanal, ne? So was komplett Neues irgendwie. Das ist einfach so zum Spaß, ne? Oh, ne, da kommt Zeugs raus. Studiopolis Akt 2, Sega. Die Entwickler. Hättet ihr nicht damit gerechnet, dass Sega die Entwickler sind, ne? Warum falle ich da runter? Ich will da hoch. Darf ich nicht mehr. Dann halt nicht. Schild. Und so. Okay, das ist eine komplett neue Zone. Die gab es so vorher noch nie. Ah, so wollen die das. Da ist ein Zug. Activity. Hm, ist ein Wortwitz. Activity oder vielleicht. Das kann ja sein. Blöpp. So, Tails stirbt gerade so ein bisschen da hinten. Safe Point. Nein, da ist ein Activity. Tatsächlich ein Activity. Wenn man die trifft, dann macht es halt eben Schaden einfach. Lol, da oben. Sieht aus wie aus den 70er Jahren gemacht. Die 70er, 80er so. Popcorn. Das ist ganz cool. Hab ich aber auch jetzt schon tausendmal gesagt, ne? Oh, du Kackding. Hier. So muss Sonic ausschauen und nicht anders. Find ich. Mach doch nicht alles kaputt, Junge. Nein, TV! Sonic! Club Spin. Aegis. Eggman. Ach, das ist der Regisseur hier, oder was? Für den neuen Eggman-Movie, der 2825 rauskommt. Oder so. Ungefähr so. Was interessiert mich bitte schon, was in 3000 Jahren rauskommt? Bin ich eh nicht mehr am Leben. Alter, wie cool! Na, da oben. Studiopolis. Okay, da ist ein Ring. Ich lasse aber mal die Ringe in Ruhe, wisst ihr, kein 100%. Außerdem. Ich will einfach nicht durch. Studiopolis, jetzt kapier ich es. Das Ganze hier ist so ein Filmstudio. So eine Kulisse. So was in der Richtung. Wisst ihr, was ich meine? Infinity irgendwas. Unverwundbar auf jeden Fall. Ganz schön lang. Sagt er und der Boss kommt. Oh, hallo. Ist das Cutscene? Nein. Muss ich kämpfen? Nein. Bin mir nicht ganz sicher. Warum ist sie blau? Ich bin tot. Studiopolis. So, nein. Okay, was soll ich gegen diese Viecher unternehmen? Die haben offenbar was gegen mich, aber das sind die. Ach, der hat eine Bazooka, jetzt sehe ich es erst. Ich habe mir gesagt, was ist denn das denn? Ich kann sie nicht angreifen, die sind im Hintergrund, beziehungsweise im Vordergrund. Muss ich die blaue Rakete angreifen? Einfach mal probieren. Ja, Tatsache. Aha, die blaue Rakete muss ich kaputt machen. Da sind sie nur noch zu dritt. Ne, zu viert. Das ist ja, wenn das erst der Zwischenboss ist, dann. Hui.
hab nur nach unten gedrückt, weil ich spinnen wollte. Wie, es gibt kein nulltes Leben? Verarsch mich! Bist du der Schnellste der Schnellen? Gegen die Zeit ist jetzt freigeschaltet. Bereit für eine Herausforderung? Wettkampf ist es freigeschaltet. Superschleife! Sonics Fähigkeit aus Sonic CD ist jetzt freigeschaltet. Okay. Und ich werde einfach hierhin zurückgeworfen. Ah, das ist PvP. Na geil, ne? Scheiße. Ja, ich bin nicht sonderlich gut in Sonic-Spielen. Ich weiß es auch. Danke. Ich muss irgendwie Ringe zusammenkriegen, damit ich an Leben dran komme. Ist das der Zwischenboss, ey? Wenn das der Zwischenboss ist, ich glaube, das Spiel wird richtig schwer. Lass mich in Ruhe dann. Warte mal, da kommen Ringe raus. Blöp. Ich hätte gerne das da. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, ne. Kann ich nicht... Das ist aber sehr mühsam. Es muss einen besseren Weg geben, um diese Viecher zu verrotten. Ich bin nicht der Sonic... Der beste Sonic-Spieler, ne? Und ich muss dann jetzt hier zwei Akts hintereinander schaffen, ne? Zwei Akts vor allem. Ach komm! Warte mal, da ist was, wo ich nicht rankomme. Und er macht alles kaputt. Egg TV! Okay. Ich will mal da oben lang. Eggnog! Was? Ah, ich verstehe. So, jetzt bin ich hier so schön. Ich wollte einen Spin-Attack machen, aber er wollte nicht. Sega Sonic Popcorn Shop. Das ist cool gemacht. Bleib mir bloß vom Leib. So, hier lang gehe ich wieder. Ich könnte ja auch unten lang gehen, will ich aber jetzt gerade eben nicht. Ich brauche nur noch 20 Ringe, dann kriege ich extra Leben. Oh, ich kriege ein extra Leben. Schade, ich mag das extra, das You Got a Extra Life aus Sonic 3 mehr. Okay, jetzt sind wir hier beim Boss und ich habe 4 Leben. Mal schauen, wie das jetzt auskommt. Entweder bin ich zu blöd oder er ist zu schwer. Aha, ich weiß, wo ich den Fehler gemacht habe, dass ich nicht gespinnt habe, so wie ich es wollte. Okay, zuerst kommt die blaue, dann probier es gleich mal aus. Geht! Okay. Jetzt weiß ich, wie ich gegen die vorgehe. Okay, die blaue kommt jetzt kommt zuletzt. Schon wieder fast denselben Fehler gemacht. Was willst du? So, ich kriege aber Ringe zwischen den Phasen. Das ist mir keine Hilfe. Eggnog! Ups, Spinages. Schon wieder kommt die Blaue zu uns. Was soll denn das? Ha, jetzt wird er abgeschossen. Nee, will er nicht. Der hat so geguckt von wegen, jetzt bin ich aber dran.
Ich kann gar nichts mehr machen. Doch, kann ich. Ha! Kaputt! Sonic Attack 2, 1. Nee, das hat ganz... Das war... Kein leichter Zwischenboss. Er hält das Spiel doch heraus vor... Activ. Jetzt bin ich im Studio selber drin. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die Hintergründe in diesem Spiel ziemlich cool aussehen? Und das trifft für den hier ganz besonders cool. Der ist ganz cool gelungen. Na komm! Lol. Ich bin so ein bisschen sprachlos gerade eben. Das sieht ziemlich interessant aus. Hä, hey, was muss ich tun? Was soll das sein? Wo komme ich hin? Au! Haben die mich gerade abgefunkt oder was? Oh, ich habe ein bisschen an inneren Riffen kaputt gemacht. Na egal, gib mir das. So, mit der Wasserblase, für die, die es nicht wissen, können wir auch unter Wasser atmen, ohne dass wir da irgendwelche Atemprobleme kriegen. Aber das dürfte hier, glaube ich, nicht der Fall sein. Obwohl der Boden im Hintergrund so ein bisschen aussieht wie Wasser. Was soll das denn? Nö! Ich gehe hier. Ach so. Ironischerweise muss ich das machen. Es ist aber Dr. Robotnik, gegen den wir kämpfen. Und nicht Dr. Eggman. Das wird wieder die Canon-Geschichte hochschrauben lassen. Weil Dr. Eggman ja überhaupt gar nicht mehr vorkam. Sein letzter Auftritt war ja in Sonic CD, bis er halt eben dann in Sonic Generations wiederbelebt wurde. Oh, ich habe ein Leben bekommen. Ich würde hier gerne durch. Dankeschön. Ich hab das Wasserschild. Nee, das andere Schild will ich nicht haben. Ach ja, und selbstverständlich ist man für einen Treffer natürlich geschützt. Das ist gut bei jedem Schild. Darum heißt es der Schild. Da brauche ich Speed. So, wo ist Eggy? Ich glaube, der Boss wird ganz cool. Ja, die Highlights in Sonic-Spielen sind immer die Bosse. Sega! Activ. +28 °C mit Sonne, mit Regen. Sind das 51 °C oder was? Hat er 534? Yay! Ja, was war cool? Bitte bleiben Sie dran. Darf ich weiter? Nee. Boah, das Spiel ist der Hammer bis jetzt. So, den nächsten Akt mach. Den nächsten Akt, den machen wir noch. Breaking. Flying Battery Returns. Oh, ne. Flying Battery. Flying Battery, so. Aus Sonic. Und Knuckles. Sonic und Knuckles. Beziehungsweise Sonic 3 und Knuckles.
Die fand ich eigentlich relativ schwer. Deswegen bin ich jetzt auch schon ein bisschen überrascht, warum die jetzt eigentlich so früh vorkam. Aber die Musik ist ganz cool hier. So, hier war der zweite. Dann war es halt der. Was geht denn da ab, Alter? Ja, der geht ab jetzt. Der ist immer draußen. Und das sieht schön aus. Wie gesagt, ich habe Sonic 3 und Knuckles sehr gerne gespielt, aber ich glaube sogar, dass ich es nie durchgespielt habe, weil es einen unglaublich hohen Schwierigkeitsgrad hat gegen Ende. Der Final Boss ist einfach so kacke schwer. Deswegen denke ich, dass wir hier auch gegen den Final Boss nicht wirklich sehr... Ah, genau, das war das hier. Das sind alles Fakes. Oder halt eben, es können... Kann halt eben da alles Mögliche drin sein. Gegner, Ringe... Oder halt eben so ganz normale Fernseher. Solche Itemboxen halt. Die immer auf dem Boden liegen. Solche da. Blitz! Ach, jetzt bin ich magnetisch angezogen. Das ist Detailarbeit. Du magnetisch angezogen wirst, wenn du dieses Elektro-Dings hast. So, ich glaube, was ich jetzt gerade anhabe, sind Rennschuhe. Die machen mich, glaube ich, schneller. Ja, offensichtlich schon. Wenn die mich kriegen, dann ist das ein Insta-Kill. Nur so, ne? Wenn die auf mich drauf fallen. Oder mich halt eben einquetschen. Einquetschen ist immer Insta-Kill. Immer, immer, immer. Außer bei denen. Die machen nur Schaden. Unverwundbar! Fickt euch alle. Ja, das hat mich auch schon mal getötet in Sonic 3. Da waren die Dinger aber, glaube ich, ein bisschen größer. Aufwärts. Ich glaube, mein Kommentarstil hier in diesem Spiel ist scheiße öde. Aber das ist mir egal. Oh Gott! So, kommt Boss? Kommt Boss? Nee, es kommt kein Boss. Ja, wo geht's denn hin? Musste das so gemacht werden? Ja, habe ich nicht gesagt, Insta-Kill. Flying Battery Zone. Ich glaube, wenn ich davor die älteren Teile gespielt hätte, dann hättet ihr die Anspielungen ein bisschen besser verstanden, weil ich glaube nicht, dass irgendwer aus der Community die Sonic-Spiele irgendwann einmal gespielt hat. Das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Der Hintergrund ist wieder so schön wie eh und je. Und das war kein Sarkasmus. Genau, das war das hier. Hier ist irgendwo so eine undichte Stelle. Ich glaube hier. Nee, hier. Es ist ein neuer Boss. Ein Greifer. Muss ihn aber so angreifen. Ich glaube, hier mit dem Ding bin ich übelst im Vorteil. Eine Müllpresse. Kommt hier das Death Egg? Frage ich mich jetzt einfach mal so gerade eben. Alter, wenn hier das Death Egg kommt, es wäre so cool. Sega hat eigentlich, glaube ich, mal irgendwann mal gesagt, sie wollten es
nicht mal einsetzen, das der Attack. Jetzt geht's in die zweite Zone über, ne? Tag 2. Ich habe mein Schild noch. Okay. Okay, wo bin ich hier gelandet? Soll ich hier sein? Was machst du denn, Alter? Ich würde da gerne hoch. Warum mache ich nicht einfach so, ne? Ich bin aber auch ein Held, ey. Ja, siehst du, da unten wäre das gewesen. Aber ein Leben. Acker! Was ist das hier? Oh Gott! Jackie Chan. So. Finde ich blöd, ey. Was mir jetzt aber gerade mal so spontan auffällt, ne, es gibt bis jetzt nicht einen einzigen Boss in diesem Spiel, den sie remastert haben, ne? Also, dass jetzt hier die irgendeinen Boss aus den älteren Sonic-Spielen nehmen, wie, was weiß ich, ne, aus Sonic 3 wird's hier zum Beispiel und machen da einfach eine neue Version, ne? Das haben die bis jetzt gar nicht gemacht. Bin ich tot, wenn ich da runterfalle? Alter, wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll ich denn das riechen? Aber es fängt das Regnen an. Also im Spiel nicht hier. Na, hier war auch ganz schön. Ist ein bisschen warm. War ein bisschen warm in den letzten Tagen. Ich bin, glaube ich, gar nicht mehr so erwartet. Ich meine, das Jahr ist jetzt auch schon mehr oder weniger schon zu dreiviertel vorbei und man kann sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass es jetzt noch so heiß wird. Ich gehe mal hier lang. Das sieht mir nämlich richtig aus. Also. Kate, was machst du da? Ein bisschen die Beine trinken. Darf ich da runter, Tails? Ja, ich darf da runter. Man weiß auch nie, wo darf ich runter und wo nicht. Es ist Gegenwind hier. So nebenbei. Jetzt nicht mehr. Aua. Lel. Was? Huhn. Huhn. Machen übrigens einen sechsten Chicken Invaders, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt, aber ich habe das mal so irgendwo gelesen. Soll 2018 rauskommen. Ich bin da ja unschlüssig, ob das wahr ist. Wäre cool, wenn. Aber das sind nur meine Wünsche. Was kann ich eigentlich? Haben wir einen Bonusring? Das ist mir aber ehrlich gesagt relativ egal. So beschiss. Was sollen die Wolken hier? Ich bin doch gar nicht mehr draußen. Ja gut, okay. Sicher will ich nicht in den Müll. Ich würde gerne hier. Checky! So, machen wir mal die Bonus-Stage. Get Bluffs erst. Bin mir nicht sicher, was es bringt.
Aber irgendeinen Nutzen wird es schon haben. Also diese komischen Münzen, meine ich. Da bin ich nicht schlau geworden. Ich werde mich hüten zu spoilern. Also mich spoilern zu lassen, das meine ich. Das Spiel ist so eine gute... Habe ich es aktiviert? Ich springe mal so aus Spaß. Na geil, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich Mist gebaut. Oh. Das war das frühere 3D, liebe Leute. Ich mache nur Scheiße gerade eben. Hä? Warum? Ach, leck mich doch am Arsch. Mache ich nie wieder. Und Boss? Immer noch nicht, oder? Okay. Nicht aus dem Fenster springen. Das sagt dir jeder. Das ist nicht die beste Idee. Okay, offenbar hier noch nichts mit Boss-Action. Aber kann nicht weitermachen. Jetzt bin ich ins Rotorblatt reingegangen. Den Regen ganz cool animiert. Ich finde es nebenbei richtig sozial, dass sie das Spiel auf Steam rausbringen. Um Himmels Willen auf Steam rausbringen ein Spiel. Auf so eine Idee wäre, würde Nintendo im Traum nicht mal kommen. Was ich aber auch ziemlich gut finde, ist, dass Sega nicht nur Sonic CD auf Steam rausgebracht hat, sondern... Sonic... Ja, Desi Mania auf Steam rausgebracht hat, sondern... Ich glaube... So gut wie alle Sonic-Spiele, die es gibt. Aber wirklich alle. Außer 2006 und so. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Mann, das ist Veräppelung. Sieht immer schöner Hintergrund. Ein bisschen zu grün. Oh, jetzt kommt hier Boss. Hey, Eggie! Eine Spinne! Kann ich angreifen? Offenbar nicht da oben. Aber da... Nee, ich kann gar nicht angreifen. So kann ich auch nicht angreifen. Das... Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich den besiegen muss. Wenn das aber so ist, dann wird es eine ganz schöne Herausforderung. Ich glaube, ich muss den in die Stacheln reinschleudern. Und zwar so. Genau. Und so kann ich das nicht machen, ne? Nein, ich will darüber. Eggie, ich will darüber. Dann halt nicht. Wird dir nicht ein bisschen schwindelig, wenn du den ganzen Tag so über den Kopf hängst? Gottes Willen. Das wird dauern. Wisst ihr, gerade nur so vor ein paar Minuten habe ich so überlegt, wäre cool, wenn die Bosse ein bisschen mehr Leben hätten. Jetzt bin ich froh, dass sie nicht so viel Leben haben. 8 oder so haben sie eigentlich immer so normal. Irgendwie so ein Klischee, dass das meistens Spinnen als Boss kommt. Tails kann Ringe übrigens auch ein... Oh, Mann! Ringe übrigens auch ein sein. Wie wäre jetzt so aus, Eggie? Die Zeit läuft mir auch so langsam davon nach. Ich habe noch 2:30.
Und nochmal! Yeah, ich hab dich! Yes! Oh, da fliegt er weg. Ich komm hinterher, Eggie! Blöpp! Boah, ja, buh! Junge, Junge, du, nie gedacht. Und ja, ich weiß, das Bild ist ein bisschen scheiße. Hä? Press Garden. Keine Cutscene. Das finde ich jetzt doof. Aber ich mache im nächsten Part weiter, Leute. Ciao.